Der Junge mit den Schwefelhölzern. Ja, hier sind wir bei 1. There. The light is green again. A little bit of effort and I can get out of this damn mine. Jetzt müssen wir zu 3. Hier weiter. Aber mir fehlt immer noch der dritte Zettel, ne? Ja, und jetzt 3. Und gleich kommt wieder Uschi um die Ecke. Oder der Typ mit der Zange. Alter, dieses Rätsel, ne? Achte darauf, dass der Geist dich nicht sieht und hört. Du machst weniger Lärm, wenn du kriechst. Wenn dich der Geist sehen sollte, lauf weg und finde ein Versteck. I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Ich will nicht. Da bin ich. Der Typ ist aber mürrisch. Ja, habe ich doch schon. Also der läuft direkt hinter mir den Gang. Oh, Haley, habe ich ja gar nicht gesehen. 100 Bits, dankeschön. Wann hast du das denn gemacht? Wann habe ich das denn verpasst? Danke, Honky. Danke, dass du mir so viel zutraust. Also der läuft nicht bis in meinen Gang hier vorne vor. Die Map ist hier.
Sieht er mich hier? Austesten. So weit läuft er nicht. I should look at the map for some hints. Ich weiß halt auch nicht, wo der langläuft, ne? Ja! Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. I should look at the map for some hints. Ja, der rennt wahrscheinlich genau den Weg davor weg. Ich müsste... da lang eigentlich, ne? Und dann die nächste links und dann wieder links. Eine Axt im Korb. Das ist ja ein Kappes. Ich habe auch langsam keine Lust mehr. Sag mal, wie viele Kapitel kommen da eigentlich noch? Nur mal so als Frage. Damit ich weiß, ob es sich lohnt. Das nächste, weil wir sind jetzt gleich schon wieder 4 Stunden dran. Ob es sich lohnt, das für Freitag aufzuheben dann. Weil ich hab echt langsam die Faxen dicke mit ihm hier. Das heißt, theoretisch
Aber ohne Licht sehe ich in diesem dicken Loch ja auch nichts. Noch 5 hast du vor dir? Ja, ich glaube, das können wir dann nächsten Freitag machen, oder? Okay, der kommt doch. Bis hier vorne, ne? Kommt der. Wir sind da bei 5. Da wollen wir aber nicht rein. Ich sollte auf die Map für ein paar Hints schauen. Ey, hör auf! Ist das versteckt? Nein! Ich glaube, ich bin so gut wie tot. I should look at the map for some hints. Halt die Klappe. Alter, ihr Schweine! Ehrlich. Ihr seid doch Schweine. Mich so zu ärgern, Mann. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Nein. I should look at the map for some hints. Ja, wir sind wieder da, wo ich aufgehört habe gerade. Ihr seid Ratten. Also, müssen das 5, das X1, ne? Da oben. Müssen hoch, die erste rechts, dann wieder rechts und dann links. Richtig?
Ja doch. Wobei, dann müssen wir links. Warte mal. So hochgehen und dann so. Nee, rechts. Nee, doch links. Ja, die Karte ist auf dem Kopf, ne? Scheiße. Jetzt kommt der schon wieder. Geradeaus. Rechts. Rechts? Links. Ja. Hat noch fast bei jedem am längsten gedauert. Motivation. Ja, super. Danke, Dirk. Danke. Heißt, ich kann mir nebenbei noch mal Mittagessen machen oder was, bis ich hier durch bin. Mann, 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 Mann. Also. Geradeaus. Rechts, wieder rechts und dann links. Das Problem ist ohne Licht. Da läuft er. Bin ich hier aber falsch, oder? Ja, da bin ich hier falsch. Dann bin ich hier aber falsch. Stehen. Theoretisch muss ich da rein, wo der raus, wo der jetzt so rumbrüllt. Na, der kommt jetzt da raus. Ey, du siehst aber auch nichts, ne? Ich glaube, hier hinter sieht man, sieht er mich. Ja. Geh weg! Alter, geh weg! Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Komplett die Orientierung verloren. Solange der hinter mir ist. Ah, da läuft er.
denn da rein? Ich schaff das nicht. Ich schaff das glaube ich heute nicht mehr. Ist der. I should look at the map for some hints. Ja, wir müssen geradeaus. Nächste links. Und dann wieder links. Du hörst aber auch nicht, wo der steckt, ne? I should look at the map for some hints. What is here? Muss links und wieder links. Alter! Such dir ein Versteck, Tana. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ey, du verlierst komplett die Orientierung irgendwann hier drin, ne? Ich habe keine Ahnung, wo bin ich denn hier? So links.
Sekunde mal kurz. Bin ich denn jetzt? Ach Gott, jetzt bin ich ja ganz weg vom Schlag. Ja, wir müssen da rein, wo der uns schon zweimal da gesehen hat. Da links rein müssen wir. Okay, da ist der. Dann geradeaus, dann links. Und dann rechts quasi. Ja, und hier läuft er ja lang. Jetzt ist er, glaube ich, wieder hier hinter, ne? Ich weiß halt nicht, wie weit der hier reinkommt. Gar nicht, der geht direkt wieder zurück. Ja, halt den Rand. So, jetzt kommt er wieder. Jetzt läuft er da hinten hin. Dann guckt er hier in den Gang rein und dann läuft er nach rechts wieder. Hier ist ein Versteck, würde ich meinen. Ist das ein Versteck? Kritisch. Ach so, das ist eine Abkürzung. Ich glaube, der sieht uns hier.
for some hints. Nee, das ist ein Versteck. I should look at the map for some hints. He cannot see me. Ach, du lieber Gott. Warte mal. Walter thought my father killed his partner. Shares. But the explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than inn, which often remained empty. However, the detective didn't have hard evidence, only circumstantial. Hey, Daniela. So, Notizen. Also, noch mehr römische Ziffern. Ich wette, sie haben etwas mit der Markierung in der Mine zu tun. Ich habe herausgefunden, dass es in den Monaten vor dem Unfall zweifelsfrei einen Konflikt zwischen dem alten Hyde und Whitehead gab, der eskalierte. Beide waren nicht gerade Unschutzlämmer. Hyde war für seinen Jähzorn bekannt. Einmal warf er einen unzufriedenen Gast einfach aus dem Gasthaus. Ganz zu schweigen davon, dass er seinen Sohn Nikolas immer wieder misshandelt hat, oft vor anderen Leuten. Whitehead hingegen war aufbrausend und brachte andere leicht gegen sich auf. Es gibt einige Hinweise darauf, dass er Bergleute bedrohte, die er für faul hielt. Außerdem behauptet ein ehemaliger Freund von Whitehead, dass er zusammen mit dem Richter sowohl das Gasthaus als auch die Mine übernehmen wollte und sogar den Sohn seines Partners, dem jungen Nikolas, zu diesem Zweck einspannen wollte. So, müssen erst hier lang, dann hier lang und dann hier lang. Alter. Und das ist erst Zettel 2 von 3. Oh, please. Und der Typ rennt ja da draußen rum. Ich weiß nicht, sieht er mich, wenn ich hier an die Karte gehe? Bestimmt. So. Wir sind da. Wir müssen dahin. Dann müssen wir nach ganz unten. Und dann müssen wir wieder ganz links. Theoretisch, um zum ersten Tunnel zu kommen, wir könnten ja versuchen, da rauszukommen, wo er gerade herkommt. Müssen wir da gleich mal gucken. Das wäre auf jeden Fall links.
Und dann müssten wir eigentlich geradezu drauf. Oder wir laufen wieder rechts raus. Aber da ist die Gefahr sehr hoch, dass er uns wieder sieht. Da würde ich sagen, gehen wir hier raus. Und laufen den Weg raus, den er hier... Genau, jetzt kommt er, glaube ich, erst hier rein. Ja. Und jetzt müsste er rauslaufen, ne? Nee, er ist gerade ausgelaufen. Lass mal kurz gucken. Da war X2. Ach scheiße, verkehrt rum. Ja, wobei, wenn wir jetzt einfach straight durchlaufen und dann nach rechts. Guck mal, es sind schon zwei Lampen an. Ja doch, nee, nicht da. Da müssen wir gleich erst. Hier? Hä? Da. Genau. Jetzt müssen wir hier rein. So. Genau. Nee. V2. Ja, in dem, in 9 waren wir gerade. Wir müssen jetzt zum nächsten. In die, zu 7. Geradeaus durch. Oder wir gehen hinten rum. Wir müssen jetzt, X ist da oben, genau. Jetzt gibt es Spaten schon wieder. Wir müssen eigentlich nur geradeaus durch. Die müssen wir nur geradeaus durch. So, wir warten noch mal eben, bis er kommt und wieder weggeht.
Sicher ist sicher. Okay, durch die neuen sind wir nämlich hier hochgekommen. Dann die 7 und dann müssen wir die 8. Komm, lauf weg. Da die 8 ist. Ach Gott, wir sind jetzt falsch gelaufen. Komm, wir rennen mal durch. Ich weiß gar nicht, lief der hier auch lang? Wir sind gerade ein bisschen falsch gelaufen, glaube ich. Ich glaube, hier läuft er nicht lang. Fliege, geh! Genau, das ist die 7. Aber Versteck. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt müssen wir auf die andere Seite zur 8. Da ist X. Ja. Lassen wir den nochmal kommen. Und dann machen wir das gleiche wie eben, wo ich eigentlich zu 7 wollte. Komm, geh. Verschwinde. Da ist die 8. Rein da. Zettel. Oder sind blutige Handabdrücke? Oh nee, oder? Sind hier noch mehr Geister? Ja.
Even death fails to grant an escape for some. Wo ist die letzte Notiz? Ach, da hinten. Mein Freund! Geh weg! Ich muss mich irgendwo verstecken, aber ich finde kein Versteck. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Geil, oder? Jetzt hat der Spaten wieder eine andere Route. Ach, hier bin ich. Da hinten läuft er. Ja, der wird jetzt genau da laufen. Wo die Notiz ist, wahrscheinlich. Also wir könnten da lang. Wo sind wir denn eben lang? Da lang, ne? Bin ich denn reingerannt? Hier? Oder da? Ich weiß nicht. Oh, Alter, nee, komm! Okay, hier läuft er lang. Aber, Kinders, ich glaube, wir machen jetzt Feierabend für heute. So 4,5 Stunden reichen. Dann machen wir den Rest nächste Mal. Wir müssen jetzt noch einmal die Karte finden. Da sind wir wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde mit beschäftigt, bis ich da durch bin. So. Machen wir jetzt hier. Das spawn ich und der läuft direkt vor mir weg. Seht ihr das? Even death fails to grant an escape for some. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo läuft der noch lang? So, hier ist ein Versteck. Das ist super, ne? Sponsor. Geist. Und ich muss auch echt sagen, ne? Für einen Geist hat der echt einen üblen Schlag an. Drauf. Mein lieber Scholli.